fast schon klassischer Brief an einen Autor, der sein erstes Manuskript eingereicht hat und dessen Buch dann auch als Debüt veröffentlicht wird. Frankfurt am Main, 10. August 1965, an Peter Handke, Anschrift Griffen, also in Kärnten an das Elternhaus von Peter Handke. Sehr geehrter Herr Handke, ich freue mich, Ihnen mitteilen zu können, dass wir nach genauer Lektüre Ihres Manuskriptes uns entschieden haben, Ihre Arbeit in den Surkamp Verlag zu übernehmen. Ich glaube, dass sich Ihre Arbeit neben denen von Peter Weiß und Rohr Wolf gut ausnehmen und die Perspektiven dieser Autoren weiterführen wird. Nun scheint mir freilich ein Gespräch über Einzelheiten erforderlich zu sein. In Ihrem Manuskript befinden sich manche Austriazismen und auch einige umständliche Formulierungen, an denen doch noch gefeilt werden sollte. Es wäre das Beste, könnte dies in einem Gespräch geschehen. Führt Sie Ihr Weg ohnehin einmal nach Frankfurt? Wenn wir im Laufe der Monate September oder Oktober eine Verständigung darüber herbeiführen könnten, so würden wir das Buch noch in der ersten Hälfte 1966 herausgeben. Ich freue mich sehr, dass ich Ihnen dies mitteilen kann. Ich sehe Ihr Manuskript gerne bei uns als Buch. Es kam dann in der Tat im September zu einer ersten Begegnung. Auch Peter Handke hat darüber geschrieben, über diese Begegnung unter dem Titel Zeit mit Siegfried Unselt. Siegfried Unselt muss ihm gleich gesagt haben, ja, das mit der Prosa sei in Ordnung, aber er solle Theaterstücke schreiben, nur davon könne man leben. Das hatte Peter Handke aber bereits zu diesem Zeitpunkt auch getan. Er hat es nur nicht gesagt, nämlich die Sprechstücke, unter ihnen das berühmte natürlich die Publikumsbeschimpfung. Und so entstand dann eine sehr enge persönliche Beziehung zwischen Peter Handke und Siegfried Unselt, die natürlich nicht von Spannungen, Konflikten diverser Art frei sein konnte. Man hat sich aber immer wieder verständigt, die Konflikte kann man inzwischen auch strukturell relativ benennen, immer dann, wenn ein Autor ein Manuskript abgeschlossen hat und das Buch noch nicht erschienen ist, ist natürlich die Spannung, wie ist das, woran ich jetzt so lange gearbeitet habe, wie kommt das denn überhaupt an, versteht das überhaupt jemand, ist die Spannung bei dem Autor natürlich sehr groß und jede verkehrte Entscheidung, jedes Warten müssen des Autors, jede Reden mit vierten, dritten über sowas wird ganz kritisch aufgenommen, die Erstauflage darf nicht zu niedrig sein, der Umschlag muss stimmen, der Klappentext muss stimmen, aber das wäre jetzt wieder ein eigenes Kapitel. Es ist eine sehr enge Freundschaft zwischen beiden gewesen, wie gesagt, mit Brüchen, und nun kann man in wenigen Wochen, man kann also dann den kompletten Briefwechsel, 600 Briefe circa sind es, zwischen dem eben Datum, dem eben genannten ersten von 1965 und dem letzten aus dem Jahre 2001 kann man dann nun nachlesen mit den notwendigen Kommentaren zum Verstehen. Ein Briefwechsel, in dem es wirklich um Literatur geht, wo, wenn denn miteinander gerungen wird, miteinander darum gerungen wird, wie man der Literatur im speziellen Fall der von Peter Handke die größtmögliche Wirkung auf der einen und zumindest die größtmögliche Gestalt auf der anderen geben kann und wie beide dies auch als Erfolg für den Autor und natürlich auch für den Verlag in der Öffentlichkeit durchsetzen können. Erst einmal mit Peter Handke, heißt Siegfried Unselt, fragt mich, Herr Fellinger, es gibt da ein kleines Problem, wollen Sie der Lektor von Peter Handke sein? Am Telefon. Ich sage, es geht überhaupt nicht, ich bin der Lektor von Thomas Bernhard. Es geht nicht. Trotzdem, Sie können ja mal... Außerdem, das kann ich nicht entscheiden, ob ich Lektor werden will. Es muss ja dann der Autor entscheiden, ob er mich als Lektor haben will. Wir befinden uns zur zeitlichen Orientierung. Wir sind Anfang der 80er Jahre und ich war damals verantwortlich für die Edition Surkamp, die da gerade in der neuen Folge, also ab Band 1000, gestartet ist. Und nachdem wir in Zürich
die Edition Zuckerm neue Folge vorgestellt haben, bin ich dann am Abend von Zürich nach Salzburg gefahren und begegnete Peter Handke im Café Tomaselli. Für diejenigen, die sich in Salzburg nicht so gut auskennen, das ist der Traditionsort schlechthin. Nun muss ich noch eine Anmerkung anbringen, nicht nur über den Ort, sondern auch vielleicht über mein Aussehen. Ich hatte damals, ich kam ja gerade von der Uni, schulterlanges Haar und ein Vollbart und war begeisterter Raucher von Zigarren, Zigarillos und Zigaretten. Peter Handke hat in seinem Leben nie geraucht. Wir trafen uns also in dem Café Tomaselli, wo wir dann schnell weggingen, weil ich zu viel qualmte, und wir gingen in das Büro des Freundes Hans Wiedrich, der Vermieter war, mit seiner Frau des Hauses oben auf dem Mönchberg, wo Peter Handke in den 80er Jahren wohnte. Auch da, es war ein ungeheuer heißer Tag, auch da blieben wir nicht lange. Wir sind dann auf den Kapuzinerberg hochgestiegen, haben oben ein Bier getrunken und ich bin dann runtergegangen. Wir redeten über alles, nur nicht darüber, ob ich der Lektor sein sollte. Dabei habe ich dann den letzten Zug verpasst und kam dann Freitagmorgens in den Verlag und sie fragten, ja, und sind Sie nun der Lektor? Das weiß ich doch nicht, das müssen Sie ihn fragen. Und dann sagt er, gerne, probieren wir es mal. Und ja, so war das dann. Im Laufe der Zeit hat sich die Art und Weise, wie Peter Handke technisch mit seinen Manuskripten bzw. Typoskripten umgeht, geändert. Das ist aber nicht nur eine technische Angelegenheit, sondern ist Ausdruck eines ganz anderen Schreibens. Bis Mitte der 80er Jahre hatte Peter Handke, das kann man sehr gut nachvollziehen und das Muster bleibt auch gleich, hatte Peter Handke zwar eine bestimmte Form, wie er das Manuskript in einen Zustand brachte, den er für satzfertig erklärte, wobei ihm klar war, dass man noch darüber redet. Das Verfahren lief so ab, dass Peter Handke sich hingesetzt hat und aufgrund von Notizen eine sogenannte Urschrift, das nennt er nicht so, das nennt man inzwischen bei den Archivaren, so eine Urschrift geschrieben hat, die war einzeilig, bis von links und rechts bis an den Rand, und auf der Seite waren 65 Zeilen. Das heißt, die dicksten Romane, Erzählungen waren schmale Typoskripte. Die hatte er dann entweder sofort oder nach einer kurzen Pause hat er dann erneut abgetippt und hat dabei einen Arbeitsgang der Korrektur eingefügt. Das heißt, er hat korrigiert und korrigiert und korrigiert und korrigiert. Dann ist ihm in den Ende der 90er Jahre, nicht nur, weil er in Anführungszeichen auf Weltreise war und er wohnsitzlos war, ist ihm die Möglichkeit zuerst in den Sinn gekommen, dann konnte er sie realisieren, dass man ja vielleicht nicht im dunklen, abgeschirmten oder wie auch im hellen Zimmer am Schreibtisch sitzen muss, sondern dass man vielleicht in der Natur, im Freien sitzen kann, wo auch immer, und dass man das, was da spielt, auch mit einbeziehen kann. Und dann hat er bei einem ersten Test, und das erste Manuskript war in der Tat Versuch über die Müdigkeit, hat er gesehen, dass das funktioniert. Und dann hat er es immer so gehalten, dass die Manuskripte handschriftlich waren und dann wurden sie im Verlag abgetippt. Dann hat man mit Listen gearbeitet, wenn ich Vorschläge hatte, die hat er dann bei den Fahnen korrigiert, Absätze eingefügt und dann halt auch nochmal korrigiert. In der Regel hat er am Ende immer noch Einfügungen gemacht, Einfügungen, Einfügungen, Einfügungen. Damit einhergehend gibt es aber eine noch weitere Entwicklung, wenn man sich das anguckt, im Oeuvre von Handke. Das setzt ein, auch mit der Handschrift, wird aber erst später zum eigenen Prinzip. Bei Versuch über die Müdigkeit, bei den drei Versuchen, gibt es schon relativ viele Leerzeilen, die Textblöcke voneinander absetzen, aber innerhalb, zwischen diesen Leerzeilen gibt es immer noch einfache Absätze. Und dann wurde das für ihn immer wichtiger, dass ein Absatz ein Block ist, sodass ab der Bildverlust oder durch die Sierra de Gredos jeder Absatz durch eine Leerzeile von dem davor oder danach getrennt ist. Das soll einen bestimmten Rhythmus des Lesens, und das tut es auch, einen bestimmten Rhythmus des Lesens vorgeben. Zumindest verhindern,
dass man darüber hinweg hoppelt sozusagen nicht mehr auf die Einzelheiten, auf das Meandern des Satzes und damit das Meandern der Gedanken und der Bilder achtet. Das ist seit 2002 so. Und eine der großen Arbeiten ist auch, das sieht man dann als Lektor, dass man einen solchen Text rhythmisieren muss, nicht in den einzelnen Sätzen, das ist auch klar, sondern durch die Absatzgliederung. Und dann hat man, ebenfalls typisch für Peter Handke, jetzt sehen Sie die Korrektur auch, das macht aber nichts, hat man hinten den Entstehungsort, den Ort der Niederschrift, woran man sieht, und das gilt für fast alle Bücher von Peter Handke, dass in einer enormen Geschwindigkeit, wobei Geschwindigkeit für Handke der verkehrte Ausdruck ist, dass die in einem enorm kurzen Zeitraum zu Papier gebracht worden sind. Nach der langsamen Heimkehr, nach mein Jan der Niemanns Buch, nach dem Bildverlust wird es dann den vierten Fall geben, und das wird keine Biografie sein, aber das wird der möglicherweise, aber mit Peter Handke darf man darüber nicht reden, ich sollte es auch nicht ausplaudern, das mag er gar nicht, das zeigt der Brief vielleicht mit Siegfried, aber das wird ein ganz besonderer Roman, sagen wir es mal so.